Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quantum Rush Together mit dem Wirbelsturm LP. Hallo Leute. Und ja, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind wir bei Part 3 angekommen. Irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger. Yep. Das ist liegt. Richtig. Was aber nicht unbedingt auch an uns liegt, sondern auch an Quantum Rush, da dieses zurzeit einfach Lags einbaut, wo es möchte. Und das oft auch so ist, dass genau in einer Kurve zum Beispiel dann so ein richtig Mega-Lag gibt und sonst restlich eigentlich ruhig ist, aber man trotzdem dadurch eher die Lust verliert. Ja. Oh, meine Lieblingsstrecke, du weißt. An dem Tag, an dem wir eigentlich aufnehmen wollten, war es richtig schlimm mit dem Server und am Tag drauf genauso. Ja. Oh ja. Aber ist dann endlich wieder da an dem dritten Part. Oh ja. Auf jeden Fall, das war ja so extrem sogar, dass es, dass letztendlich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass sie uns rausgehauen hat, richtig aus Quantum Rush raus. Ja, sorry. Und du bist tot. Yep. Das sieht man jetzt auch eine Neuerung, die man, glaube ich, jetzt noch gar nicht sehen konnte, weil wir den dritten Part jetzt doch schon ein Weilchen nicht aufgenommen haben. Ah, das stimmt. Rechts sieht man zum Beispiel Einblendungen, wenn ein User stirbt oder einen tötet. Oder getötet wurde. Oh, zum Beispiel ich wurde getötet, Kaiplay 98, rot, tot. Ja. Ja gut, bei mir war es jetzt gerade grau. Ja gut, bei mir rot, wahrscheinlich weil ich selber bin. Ja. Für mich ist es ja negativ. Ja. Und rot, negativ, ja. Alle hier auf einem Haufen. Und wenn ein Bot tötet oder so, gibt es eben keine Einblendung. Deswegen, die Bots, die sind auch hier. Lag. Ja, auch grad. Die Bots sind genau das auch, meinten wir. Genau. Die Bots, die sind ja auch ohne Namen. Und, ja. Was soll man noch sagen? Spieler haben eben so einen Namen über ihrem Kleider. Das heißt, wenn ich jetzt es schaffen sollte, den Kaiplay 98, wo ist der gerade eigentlich? Sechster. Okay, ziemlich weit vorne auf jeden Fall. Wenn ich es schaffen sollte, ihn einzuholen, würde ich über seinen Gleiter seinen Namen lesen können. Aber derzeit verkacke ich es leider zu extrem. Ich muss zugeben, ich mach's gerade auch nicht gerade perfekt. Und wieder tot, einfach mal so. Außer gestern, als wir uns wieder einspielen wollten. Ach ja. Ja gut, vierter, naja. Der eine Mega-Lag, der hat mir sagen, was man so ziemlich versaut gehabt. Ja, ich hab's immerhin noch auf den 8. geschafft. Ja. Aber knapp. Oh, das ist knapp. Das ist richtig knapp, ja. Uhuhu. Das ist heftig. Ja, ich hab in der letzten Kurve dann noch mein Nitro eingesetzt. Bin dann zwar ein bisschen gegen die Wand gedatscht, aber es hat mir trotzdem noch geholfen, diese zwei Plätze hier zu bekommen. Ja. Aber der eine Lag, boah. Genau das meinten wir, das ist einfach so, man verliert die Lust, man ist, ich weiß nicht, wie das war, da waren alle auf dem Haufen, ich war da im Getümmel, zweiter, dritter oder so, hätte überholen können und alles, auf einmal, bam, meine fährt einfach geradeaus, weil, mega lag. Mhm. Und da verliert man irgendwie die Lust, ärgert sich drüber, ja. Ja, mich hat's auch mal in der Kurve irgendwie dann gegen die Wand gezogen, obwohl ich gar nicht mehr gelenkt hatte. Oder du lenkst und du fährst trotzdem geradeaus. Ja, oder sowas. Also... GTA also 1. Nein! Danke! Bei GTA 1 ist es. Ich wollte gerade GTA sagen. Bei GTA, GTA 1, Schleichwerbung. Ist uns auch aufgefallen hier, dass es wirklich auch oft an derselben Stelle einfach ist. Mehrfach bei den verschiedenen Runden immer an derselben Stelle. Ja, auf jeden Fall. Interessanterweise. Es ist. Man muss damit leben. Und zu Zeiten. Ja? Ich lasse dir den Vortritt. Ich wusste nicht, dass du noch nicht fertig bist. Also. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte. Sag du. Das habe ich so oft vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Egal, das Fahren, vielleicht fällt es einem ein. Ja, richtig. Einfach mal fahren.
Ach ja, genau, doch, ist auf jeden Fall erst seit diesem Patch so, wo eben unter anderem diese Einblendung rechts kam. Und jetzt sieht man hier bei mir den Namen Kaiplay98, hat man gerade über seinen Raumschlüssel gesehen und auch neu dazu bekommen. Ah, da bist du, schieß mal. Was heißt Raumschiffle? Das ist ein königlicher Gleiter. Oh, oh, der edle Herr hier mit seinem königlichen Gleiter. Ich bin Erster. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, ärgerlich. Ach du mega leck Gefahr! Ja. Ah ja, genau die Stelle war's. Ja, richtig. Und die eine Kurve da hinten. Ich weiß nicht welche genau, aber nach dieser Stelle mit diesem schwarzen Flecken jetzt eine der nächsten Kurven war es auch noch mit mega leck Gefahr. Ja, ich glaube auch. Oh, oh, oh. Du setzt Killerkreisel, aber nicht mit mir. Okay, welcher Platz bist du? Zweiter. Ich wäre fast in deine Beyblades gefahren. Ja, sorry, ich finde die Minen, die sehen aus wie so Killerkreisel. Wie so Beyblades eben. Ich habe einen kleinen Motorschaden. Ja. So kommst du aber nicht durch den TÜV. Dass das mir klar ist. Back, wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht komme ich wieder aufs Thema, Mann. Ob es dann später, in den späteren Jahren, wenn wir mit Gleitern rumdüsen, TÜVs für Gleiter gibt? Habe ich auch gerade gedacht, so, du so TÜV, und ich so, wir haben Gleiter, dann gibt's kein TÜV. Willst du etwa gucken, dass die Räder nicht abgefahren sind? Zum Beispiel? Nee, keine Ahnung. Das, ob der überhitzte Hitzungswert okay ist, bla. Ja, natürlich. Muss man ja alles gucken. Gibt sicher dann andere Gefahren, wonach man gucken muss. Oh, ich habe jetzt einfach mal irgendwas geschleudert. Ich mache das auch die ganze Zeit. Ist auf mich geprallt. Echt, habe ich dich getroffen? Da war irgendwas. Krass. Ich habe einfach mal eine Rakete losgeschossen. Da muss ich mir dann mal bei dir angucken. Ja, das ist noch nicht zu lange her. Ziemlich am Anfang, also circa Minute 7. Geschätzt. Ja, ich hab's gerade auf dem zweiten Bildschirm 7 Minuten 20 Sekunden, als du diese 7 Minuten gesagt hast, Leck! Das ist auf der Zielgeraden kommen! Ja! Ich bin wegen dem Leck Dritter geworden! Ich würde mal eins sagen. Scheiße war. Ja, super. Das hat mich auf der Zielgeraden gegen die Wand gerade gezogen. Ja, genau, die Lags, die sind so krank. Ach je, naja. Was soll's. Denn yalla yalla. Yalla yalla. Ich meine, wenn ich vom Licht überholt werde, was soll ich denn da machen? Laserwaffen verursachen durch blablabla. Bei mir sind Luftbremsen. Ja, bei mir irgendwas mit Laserwaffen. GTA 1 hatten wir gerade. Sorry. Damit, ich habe mein Mikro nicht bereitgestellt. Egal. Ab der 7. Minute, oder nee, 8. Minute. 8 Minuten 20 jetzt. Richtig. Wird man mich besser hören. Obwohl. Ah, ich wollte gerade auf Küste umschwingen. Ich Idiot. Egal. Irgendwas wollte ich gerade noch zu Quantum Rush sagen. Ach ja, genau, auf jeden Fall ist uns auch aufgefallen, dass wir, ich glaube, wir haben sogar in den vorigen Parts gesagt, dass es bisher nur 4 Strecken gibt, was völliger Blödsinn ist. Weil diese Asteroid-Strecke, auf die wir gehofft hatten, die wird erst ab Tier 3 freigeschaltet und war wohl auch schon in der Closed Beta verfügbar. Was also sagst du, dass das totaler Blödsinn war? Für uns gibt es ja jetzt erstmal nur 4 Strecken. Ja, für uns schon, aber es gibt nicht allgemein 4 Strecken. Nur. Warum hast du nicht Küste genommen? Weil ich es zu spät bemerkt habe. Und dann schon. Ja, ich hatte ja noch die Hoffnung, dass GC kommt. Ja, egal. Aber ein bisschen Abwechslung, das ist jetzt schon die dritte Strecke heute, also die dritte verschiedene auch, also passt. Ein bisschen Abwechslung im Part. So abwechslungsreich waren unsere Let's Plays noch nie. Weiß ich gar nicht. Boah, gerade ein bisschen laggy. Ja, bei mir gerade irgendwie nicht. Krank. Mal was ganz Neues. Normalerweise erwischt es uns entweder immer in derselben Stelle oder immer gleichzeitig. Ja. Ah, unter der Strecke, ich bin unter der Strecke, ich bin an der Wand. Endlich. Boah, dann guck ich mal bei 9 Minuten 45. Ah, kacke, ich muss mal lieber auf die Strecke gucken.
Ja, richtig. Ich gehe jetzt auch mit Schmottern. Der Esteban. Yalla yalla. Yalla yalla. Ich schieß mal was. Hallo, ich will schießen. Ich drück schießen. Geht doch. Meine Güte. Hallo. Hi. Ach du, hä? Wieso? Seit wann warst du hinter mir? Ich bin gespawnt. Ach so. Ja, ich werde auch gleich kaputt gehen. Uah, da waren Killerkreise. Uah, ich war schon wieder unter der Strecke. Uah, ich war neben der Strecke. Ja, bei mir ging's gerade ziemlich drunter und drüber. Runter und tot. Oh, ich bin neben die Strecke gesprungen. Wie blöd bin ich eigentlich? Uah, ich bin schnell. An der Wand geklebt, yay! Was war das? Das war gerade krank. Trotzdem bin ich noch Achter. Ich bin trotzdem Erster. Nein! Jetzt! Erster! Nice, nice. Fünfter. Ah! Ein Schmodderer. Einfach immer mit dem Schmodder nachfahren. Ah! Da hat jemand einen Flammenring. Wenn ich da reingefahren wäre. Immer diese Flammendinger. Ich brenne jetzt schon. Wenn ich da reingefahren wäre, wäre ich tot gewesen. Ja, bin ich jetzt so auch. Super. Wieder Siebter. Habe einen erschossen. Boah, ich habe dieses Rennen schon drei getötet, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Canyon Map laganfälliger ist. Ja, merke ich auch. Weil da bist du ja auch schon mal neben der Strecke gefahren, als es eigentlich noch okay ging. Ja. Da, ja, stimmt. Auf welcher Strecke war das eigentlich? Ich fahre in falsche Richtung, obwohl ich das nur gelenkt habe. Ah. Das war, da war die Kurve so breit. Aber da war, das war meiner Meinung nach sogar noch okay. Also das kann passieren bei so breiten Kurven. Aber ich bin ja nicht falsch rumgefahren. Ja, aber wenn du so breite Kurven halt ziemlich weit außen nimmst, dann kann das durchaus kurz passieren. Also das war durchaus noch im Bereich von dem, wo ich sagen würde, ist okay. Okay. Da bin ich gerade kurz an mein Mikro gekommen. Ich hoffe, das war jetzt bei dir nicht irgendwie zu laut oder so. Mir ist mein Ohr halber abgefallen, aber sonst. Die Sache ist die, dass ich die Aufnahme bei dir durch mein Headset-Mikro habe, wegen Skype und so weiter. Und die Aufnahme bei mir, weil es mit Bandicam so eingestellt ist, über mein anderes Mikro, über mein Stand-Mikro. Aber, na gut. Interessant. Ich bin an das Headset-Mikro gekommen. Geile Scheiße. Dahin fällt die Wahl nicht schwer. Canyon! Wobei, Zufall würde es werden. Ups, vermutlich an mein Mikro gekommen. Sollen wir mal testen? Ja, das ist ein Zufall. Theoretisch? Ja, richtig. Oh, Glöckchen, Glöckchen. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Moment, wir haben fast gerade Ostern vorbei. Irgendwie die falsche Melodie. Ja, ich habe gerade nebenbei einen Hasen gefuttert, also vorher. Okay. Da war es um den so ein Glöckchen. Wenn es so ist, dann schnappe ich mir jetzt auch mal was zum Essen. Dann schnappe ich mir jetzt mal eine Fee. Das war vorher, habe ich einmal während der Aufnahme sonst noch vor dem halben schon gegessen. Weißt du, was ich mir jetzt für eine Fee schnappen werde? Nö. Die Toffifee. Oh. Ich liebe Toffifee. Ich liebe Zocken. Mhm. Auf jeden Fall. Da vorne bist du, ich sehe dich. Oh, Küste. Yay! Wow. Ich glaube, damit haben wir sogar schon alle Strecken jetzt durch, oder? Ich weiß nicht. Nee, Flughafen hatten wir noch nicht. Doch. Oder? Doch. Stimmt, doch, hast doch. Recht. Küste, Flughafen, GT, Canyon, GT. Ja, nee, dann haben wir echt alle durch. Ging schnell, die Auswahl ist nicht groß. Ja. Aber deswegen freuen wir uns oh, ja lag, schon auf... Oh, lag. Ja, mega lag. Deswegen freuen wir uns ja schon auf Tier 3. Ja, deswegen arbeiten wir zurzeit fleißig an Tier 2, was von einem Schwierigkeitsgrad etwas schwerer ist, muss ich sagen, also auch wegen die Bots. Und auch schnellere Geschwindigkeit hat. Ja, ein bisschen und auch durch die Lags ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Ah, jetzt weiß ich, wieso es laggt. Wieso? Spezieller Anspruchsgrad in Tier 2. Ich glaub's nicht. Lass mal nachher auf Tier 1, ich will gucken, ob's da so laggt. Das wär's jetzt noch. Auf jeden Fall muss man bei Tier 2 mehr aufpassen. Bei der Küste, wenn man durch den Wasserfall jumpt, dass man nicht oben drauf jumpt.
Das Problem hatte ich erstaunlicherweise noch nie. Ich habe schon dreimal geschafft, über den Wasserfall drüber zu springen, über das Loch. Okay, ja, ich, soweit ich weiß, nein. Bin einfach zu gut. Bin wohl einfach zu hoch. Okay. Aber ich find's auch interessant, das hab ich gerade auch hier wieder ganz gut bei mir gesehen, wie es die Gleiter, wenn man über irgendwas drüber fliegt, wie es die da hochlüpft geschwind. Mhm. Da fliegst du dann geschwind mega hoch. Ja. Ich hasse es, dass ich die Waffe nicht nach hinten schießen kann irgendwie. Mhm. Oh, ja, so den Quascher habe ich zerquascht. Auf jeden Fall, ihr habt ja vorher mir mal den Verbesserungsvorschläge Fred im Forum durchgelesen von Quantum Rush. Da stehen schon recht interessante Sachen dabei. Unter anderem auch was in die Richtung geht von einer Überlegung, die mir hier mal gekommen ist, als ich brennend aus dem Wasserfall rausgejumpt bin gestern. Und zwar war meine Überlegung, es wäre doch recht geil, wenn man brennend aus dem Wasserfall rausjumpt. Und dann anstatt, als dass man einfach so kurz flupp und ich bin wieder auf dem Boden aufkommt, dass man dann geschwind für eine Sekunde oder so ins Wasser rein untertaucht und dann halt gleich wieder auftaucht. Sehr glaub auch ein bisschen ja, besser aus, als wenn man da einfach so draufsetzt sich und flupp, ich sitze wieder genau gerade. Und in dem Falle sogar eventuell auch die Hitze von dem Gleiter wieder ein bisschen reduzieren könnte. Oder das Brennen löschen oder so. Wollte ich ja gerade sagen, schlag doch mal oder sag ein bisschen, was du gestern so überlegt hast, aber bist ja selber drauf gekommen. Und ja. Der Blitz ist zweiter. Und eine andere Überlegung war auch, wenn man Zufall nimmt, dass man eventuell während das Spiel lädt, dann schon sehen könnte über entsprechende Ladebildschirme, was für eine Strecke denn gerade lädt. Also quasi so Ladebildschirm pro Strecke, ein eigener Ladebildschirm, fände ich auch recht cool eigentlich. Ich auch. Klingt auf jeden Fall interessant. Da musst du nicht ganz so im Ungewissen sitzen. Ja. Ich denke, das lässt sich auch deutlich einfacher realisieren. Also ich denke, dieser Vorschlag hätte auch durchaus dann gute Chancen. Werde ich dann auf jeden Fall auch mal noch einbringen. Ich hoffe jetzt durchaus noch, dass ich auch die Bestätigungsmail fürs Forum bekomme, dass ich dass ich dort auch antworten kann. Ansonsten muss ich halt gucken, dass ich es halt auf YouTube nochmal anschreibe. Ja. So, Küste GT1. GT1. Zufall. Nicht. Das war so klar. Okay. Ich habe schon mit der Maus auf Zufall und habe mir gedacht, wetten, da setzt er gleich sein Pünktchen, seine Stimme. Was mir auffällt, ich weiß nicht, das war irgendwann während Let's Play, ich glaube während dem ersten Part kann es sein, wo da voll viele Leute drinnen waren. Ich weiß es gerade gar nicht, kann sein, ja. Zur Zeit ist so richtig tote Hose. Nee, während dem ersten war es noch nicht, der erste war noch in der Closed Beta. Ah! Der erste in der Open zweite? Beta, das müsste der zweite Part dann gewesen sein. Ja, doch, stimmt. Ich glaube, der war's. Auf jeden Fall, da waren ja ein paar Leute und jetzt zahlt das. Mit Glück mal der John Doe oder ja, der Obersucht die On. Fenor. Ja gut, den habe ich nicht in der Liste, den John Doe, den habe ich auch. Sorry, den habe ich auch nicht in der Liste. Ja, ein bisschen rote Tose hier. Ja, leider. Wäre bestimmt interessant, so mit ein paar Usern mehr. Ja. War ja auch damals riesiger Zufall, dass wir uns irgendwie... Ja, richtig. Kennengelernt hat, genau durch Quantum Rush. Die Mail zum Zocken von dem, also dass ich eingeladen bin, die war dann schon über einen Monat in meinem YouTube-Postfach. Ja. Und ich habe da nie reingeguckt und durch Zufall gucke ich rauf an einem Sonntag. Das war und dann. Das war auch ein riesen Zufall. Ich hatte ja auch schon ein, zwei Wochen wieder nicht gespielt gehabt, dass ich gerade an diesem Tag dann auch wieder Quantum Rush gestartet habe. Ja, genau das. Und auf jeden Fall war es so, ich auch kurz, ich wollte wieder raus, geh raus, war noch mal kurz rein, dachte, ach komm, warum? Auf einmal sehe ich, da ist jemand online, schreibe einfach mal so, hey, dann schreibst du, dann haben wir ja irgendwie, keine Ahnung, über Skype dann letztendlich kommuniziert. Und ja, dann kam auch Part 1. Glaube ich sogar. Währenddessen wir noch nicht mal gedacht haben, dass wir ein Together draus machen werden.
Es kam ja dann irgendwie erst mitten im Part dann so, ja, könnten wir durchaus Together draus machen. Ja, nee, das war ein Let's Test, genau. Ja. Und dann auf einmal wurde es Let's Play Together, genau. Stimmt, stimmt. So war das damals. Damals, so ewig her schon. Ja. Ja, ja. So sieht's aus. Gut, wobei eine Minute her ist auch schon damals. Ja, bei dir waren es ja gestern sogar ein paar Sekunden, als wir uns wieder eingespielt haben. Stimmt, ich wollte es ja gerade sagen, da war ja irgendwas, so ich, irgendwas, so eine Minute später so, ja, damals. Okay. Ja. Ich bin Zweiter. Sehr cool. Ich bin Erster. Killerkreise. Die setze ich jetzt da oben auf dieser blauen Aufladefläche, ganz gemein. Das wollte ich eigentlich machen, aber ich dachte, keiner fährt da oben. Doch, ich. Ja, schön. Verdammt, sonst wieso fährt... sag ich dir das? Sonst fährt keine Sau da oben. Dann bin von der Strecke abgekommen. Noch einmal. Ey, ich bin mitten durch die Kreise gefahren, also gib mir auch die Kreise. Bei der Strecke finde ich auch so interessant gemacht, dass man oben durchaus noch so andere Flugzeuge oder so rumfliegen. Lag. Ich hätte mir meinen Flieg versauen können. Ich warne dir dran. Ja, durch den Lag und meine zwei Unfälle davor. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein Verbesserungsvorschlag, den da war aber in einem Extra-Thread zu lesen, dass man nicht auf die, wenn nur noch Bots da sind, dass man nicht auf die letzten Bots noch warten müssen sollen dürfte. Wobei ich muss sagen, die eine Minute, die stört mich da meistens nie. Ja gut, ich sag mal so, wenn es noch Spieler... Entschuldigung, wenn noch Spieler spielen, dann stört sie mich auch nicht, aber... Wenn es nur noch Computer sind, dann muss das doch nicht unbedingt sein. Ja, vor allem wenn ein Max einfach mal um die 25 Sekunden länger als der vor ihm braucht. Ja. Da denkt man sich auch, was hat er falsch gemacht? Ein Energy Drink. Ja, ein Energy Drink. Stimmt, da war ja was. Ja. Meinst du den in Kooperation mit Red Bull? Ja, dein Vorschlag hier. Den sie sogar noch alle, geantwortet haben. Zufall. Ihr macht alle solche Vorschläge, dann komme ich mit dem Vorschlag, ein Energy. So als Werbekampagne, ein Energy Drink. Verleitgleiter. Verleitgleiter, stimmt, das war ja auch noch. Red Bull verleiht Flügel, ein Energy verleiht Gleiter. So. Ja, also fliegen kannst du damit nicht, nur rumgleiten hier. Ja. Man muss dich gleich übertreiben. Ja, richtig. Dafür sind die Gleiter schnell. Ja. An die 1000 km/h. Mhm. Ja, musst du aufpassen. Gehst du nur leicht aufs Gas und schon hängst du in der Wand. Gehst du leicht aufs Gas, bist du durch die Wand. Ja, genau. Wenn du ein bisschen mehr drückst, genau. Oh. Das wäre auch noch was für irgendwelche Strecken. So rissige Wände oder so, wo man durchbrechen kann. Ja, gut, die sollen erstmal die Legs rausnehmen. Ja, richtig. Sonst sieht es bei dir aus, als ob ich durch eine heile Wand fahre. Das hatte ich übrigens mal als Fehler bei Trackmania Nations, noch vor Forever-Zeiten. Da hat es bei meiner Trackmania-Installation plötzlich irgendwie einfach ein Teil rausgehauen. Das war dann recht lustig, weil an manchen Stellen konnte ich dann einfach dort durchfahren, wo eben sonst das Teil als Wand verwendet wurde. Und an anderen Stellen, wo es als Boden verwendet wurde, konnte es dann halt dazu kommen, dass ich die Strecke nicht abschließen konnte. Da habe ich mir gedacht, okay, installierst neu, hat nichts gebracht. Dann habe ich von einem anderen Benutzer aus, von einem anderen Windows-Benutzer aus neu installiert, dann ging's wieder, dann war das Teil wieder da. Dann konnte ich wieder gescheit zocken. Na dann. Auf jeden Fall interessant. Welcher Platz bist du? Sechster. Siebter. Aber gleich nimmer, weil ich gleich... Oh, du bist sicher da auch gerade durch den Wasserfall. Ja. Weil die Bots machen das, glaube ich, irgendwie nicht. Und komisch! Da auf einem der Hügel, da sind ja so auf dem Wasser so Steine. Ja. Und da auf einem ist ein Item drauf. Dann müssen wir da schon irgendwie raufkommen. Ja. Als ob nicht. Plus wie? Ah, nein!
Nicht mich anvisieren, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Du bist Erster, oder? Ja. Dann bin ich hinter dir. Schießen! Schade. Hör auf. Ist nur eine Blendrakete. Und die sind die schlimmsten. Nein! Seh nix! Hab dich! Scheiße. Ey, wer hat mich tiefer geklebt? Warst du das? Wow! Oh, ich hab den. Nein! Ich würde sagen, ja, Mann, ich bin wieder Erster. Ich hab's vor dir geschafft. Und dann das. Kommt so ein Arsch, der nicht von Lags betroffen ist. Auch genannt Bot. Ja, irgendwas schießt da hinten. Irgend so ein tollwütiger Bot. Der hat schon Schaum vorm Gleiter. Ich habe eine Chance, indem er. Du musst mal auf den einen Stein so achten, da ist irgendwas drauf. Bitte schaff es vorm Bot. Ja, ich bin vor ihm. Ja, jetzt hier. Ich bin immer noch Dritter. Wie kommt man darauf? Tatsache, ja, jetzt sehe ich's. Wie kommt man darauf? Was zum. Nein! Wo kommt der her? Keine Ahnung. Ja, Mann, wieder vor ihm. Nein! Zum Geier. Hör auf! Nein! Aber ihr seid beide recht angeschlagen, kann das sein? Nein! Ich bin gestorben. Ja, ich hab's gelesen. Der ist noch mehr angeschlagen, der kann das nicht gewinnen. Doch, der gewinnt das. Kann ich noch zerstören? Nein, okay, der hat gewonnen. Scheiße. Ja, ich brenne! Ach, Mann! Naja. Ärgerlich. Ich hab die Rückendeckung gegeben, aber ich geb's zu, ja, ist ärgerlich. Durch die Lags wieder. Ja, ohne die Lags hätten wir ja den, hätte uns gar nicht aufgeholt. Ja, der hat mit einem I Esso gewonnen. Achso, halt, Esso schreibt man mit Doppel S. Dieser Nixo. Der nix kann. Ja. Ach ja, was uns auch aufgefallen. Entschuldigung. Was uns auch aufgefallen ist, John, ist, dass diese Namen teilweise so ein bisschen leicht anders geschrieben sind als irgendwelche bekannten Sachen und durchaus eine Anspielung sein könnten. So haben wir zum Beispiel auch schon eine Doxbox getroffen, vielleicht eine Anspielung auf die DOS-Box, wer weiß. Und dieser Nixer könnte eventuell, jetzt ersetzt mal die X durch ein G, ein Nixer sein. Ich weiß es nicht. Oder der Apple, der Apal. Der ist jetzt gerade gar nicht dabei, aber hatten wir auch schon, stimmt, ein Apal. Oder der Pudu, statt ich weiß nicht, wer kennt den Pudai Pai oder wie man den ausspricht? Wie nochmal? Der PevDP. Beauty Pie, ach genau. Ja, genau. Der Beauty, stimmt. Der Beauty. Fehlt nur noch das Pie hinten, dann wär's hier ein anderer Let's Player, hier ein Englischer. Kommt er nicht aus Schweden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er auch mit einer der größten. Ich glaube, das ist der größte. So, eventuell sogar der größte, könnte sein. Ich glaube, der hat über 10 Mille Abos. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der 25 Mille oder so hätte, also als geldmäßiger Betrag jetzt. Oh, und damit kann man leben. Ja, richtig. Aber keine Ahnung, ich weiß es letztendlich nicht. Ich habe irgendwie schon die Vorahnung. So einen guten Start hatte ich in letzter Zeit selten, dass ich gleich Erster bin. Deswegen habe ich die Ahnung, dass gleich richtig gewaltig laggen wird. Ich bin auf jeden Fall Fünfter. Und über den langsamen Boden gefahren, nicht der. Schon wieder über den langsamen Boden. Ich lerne auch nicht dazu. Ja, nicht jeder ist so intelligent und lernt dazu. Was? Intelligent? Intelligent? Was ist das? Kann man das essen? Nee, Scherz. Ein bisschen Humor muss man haben. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Aber meistens sind die Lags dann an den ungünstigsten Stellen. Ich sag nur richtig heftige Kurven. Ja, richtig. Ja, jetzt. Gerade hier in GT1. Sag ich doch genau die Antwort. Ich hatte gerade Glück, diesmal bin ich durch den Lag sogar an Platz vorgekommen. Ja, ich nicht. Ich bin an die Wand. Also eben das Seine, also. Ja. Mist, das hat nicht getroffen. Ja, itemmäßig könnte es auch ein bisschen mehr Abwechslung geben. Ja, der Crusher. Welcher Platz war der? Keine Ahnung.
Aber irgendwer hat hier gerade Killerkreisel platziert. Ja, wie habe ich den Crusher denn getötet, hä? Keine Ahnung, aber vielleicht mit einem Killerkreisel. Ja, ja. Es war ein Killerkreisel. Ja, für mich sind das einfach Killerkreisel. Man muss ja auch mal Begriffe prägen hier. Kann man ja schon mal machen. Oder wie findest du, sehen die Dinger aus? Ich achte da nicht drauf, ich fahr einfach. Ich finde, die sehen aus wie Killerkreisel. Ich fahr, winne. Ich fahr und bin Sechster und brenne. Man könnte auch sagen, ich gehe in Flammen auf, ich gehe in Flammen auf. Und leck, nein, keiner. Oh, ich hab irgendwen getötet. Yalla, yalla. Ich bin so gut. Ich bin im Ziel. Okay, ich bin doch nicht so gut. Oh, ich habe auch endlich mal wieder Vorsprung. Habe ich mal über 10 Sekunden Vorsprung mal wieder. Nach langer Zeit. Gib Gas, gib Gas, gib. Ja, gerade noch so. Nein. Doch, den Catty habe ich noch. Ach so. Dass ich am Lightning auch noch dranhänge, wusste ich es gar nicht. Aber wow, den hätte ich auch noch fast bekommen. Ja, ganz schön fast. Krass. Ich hab nicht mal gesehen, dass der da noch war. Ich hab nur Catty gesehen. Ah, der hat vom Ziel auf dich gewartet. Wahrscheinlich. Detroit Racing ja. Gleiter. Vielen Dank Ihrer leistungsstarken Booster. Zu irgendwas dazu, was ich nicht mehr lesen konnte. GT1, Flughafen. Nee. Na, das war klar. Ja, das ist klar. Ja, komm, vorher habe ich auch zweimal schon GT1 genommen. Wo ist GT? Warte, wenn GT1, dann muss auch irgendwann mal ein GT2 kommen. Ja, richtig, denken. Das wollte ich auch gerade anmerken, als ich mich fast versprochen hätte. Weil es gibt. Die haben ja auch nicht Canyon 1 und. Küste ja, richtig. 1. Vielleicht wird GT2 dann diese Strecke, die so durch, ein bisschen durch die Stadt verschlungen wirkt. Denke ich nicht, weil ich denke, GT wird dann auch wieder auf die Rennstrecke gehen. Das könnte natürlich auch sein. Ich denke, das wird dann wieder eine separate Stadt, die man da im Hintergrund sieht. Auf jeden Fall die nächste Strecke, die released werden soll, also außer Asteroids, die wir leider noch nicht spielen können, wird dann wohl sein ein Vulkan. Laut den Entwicklern. Auch ab Tier 3 spielbar. Ja gut, das haben wir bald. Ja, also ich habe neulich durchgerechnet, um auf Tier 3 zu kommen, bräuchte ich jetzt von aktuellem Stand her circa 16.000 Forschungspunkte, damit ich den bekomme. Und ja, ich habe gerade eine Lenkrakete scheinbar geschossen, die ist gerade irgendwie um die Kurve geflutscht und irgendwie hatte ich gerade ein paar Minilags. Ich glaube keinen. Ja, irgendwie habe ich gerade Minilags. Ja, ich auch. Also nicht so, dass es mich irgendwo reinzieht oder so, aber ich merke das Bild laggend. Ich hätte fast den Wasserfall verpasst. Ich habe ihn deswegen immer verpasst. Ich dachte immer, der wäre... LOL LAG! Der war heftig. Ja, ach so, dann hat der vielleicht bei mir auch früher eingesetzt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Was ist denn da gerade los? Auf einmal habe ich Mini-Lags. Jetzt bin ich Elfter, super. Aber jetzt geht's gerade wieder, aber ich will es mal nicht verschreien. Ich dachte, der Wasserfall ist wieder links. Wie vorher auf der Küste war ja andersrum. Ja. Und dann fahre ich links auf einmal, scheiße, wie komme ich jetzt am besten nach rechts? Und scheiße, ich habe den Tunnelkopf überverlassen. Das ist natürlich das... Das ist immer scheiße, weil das so schön. Da hast du echt verkackt. Da fällt du einfach runterbauen. Alter, bei mir leckt's gerade. Was geht denn da ab? Was geht da ab, ey? Ich mag das nicht. Quantum Rush! Wow! Lass das, ich hasse das! Was? Das Laggen. Achso. Ich dachte, du hast das, wenn ich sage Quantum Rush! Nein! Auf! Oh, ich bin oben drüber. Nein! Kennst du diese Stellen, wo Death man... Ford, nein! Du kennst doch diese Stellen, wo man sich entscheiden muss, ob man links oder rechts lang fahren muss, ne? Ja. Ich hab's gerade einfach geschafft in der Mitte oben drüber. Wie kommt man eigentlich auf die Dinger rauf? Das sind ja... Keine Ahnung.
aber ich brenne. Und ich werde den Wasserfall wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Nee, werde ich auch nicht. Alter! Ja, Lightning. Leute, ich kann gerade nicht fahren. Ich kann gerade nicht fahren. Das gibt's doch nicht. Oh. Warte, ich muss wie zum Geier habe ich denn? Ja. Wie zum Geier habe ich denn gerade? Ja, jetzt bin ich wieder Elfter. Okay, ich wollte gerade sagen, wie zum Geier habe ich denn bei den Lags bitte jetzt auf Sechster geschafft? Und wieso bin ich jetzt plötzlich so derbe schnell? Falsche Richtung? Nein. Was? Jetzt geht's vollkommen kaputt. Oh, die Aufnahme. Falsche Richtung? Falsche Richtung? Ich fahre richtig rum und es sagt falsche Richtung. Ich bin im Ziel. Ja, ich hoffe natürlich auch gleich. Ja, bin ich jetzt eigentlich, aber. What the fuck, ich bin wieder derbe schnell plötzlich geworden, durchs Ziel gefahren, hat nicht gezählt. Und jetzt fahre ich gerade schon wieder eine Runde. Derbe schnell, kommt gerade schon wieder am Wasser an, derbe schnell. Mit unten angezeigten 445 km/h, aber es wirkte schneller als die normalerweise 1000 km/h, die man sonst so hat. Okay. Eieiei. Also jetzt geht's bei mir gerade richtig kaputt. Und dann ich hab dich gesehen. Ich bin ja schon fertig. Sag bloß, er ladet schon wieder den Ja, okay, dann wird's mich sicher gleich rausschmeißen. Oder es geht mir so wie dir bei deinem Let's Lag Together. Ja. Seid ihr schon draußen aus dem Rennen? Noch nicht. Ja, gebt mir dann einfach Bescheid, wenn ihr draußen seid. Ich fahre hier so lange noch ein bisschen gemütlich durch die Gegend. Hey, bei uns steht, du bist raus. Ich fahre gemütlich noch durch die Gegend, okay. Gut, ich würde sagen, dann war's das für diesen Part. Ja, muss wohl. Da Quantum Rush eben nicht mehr so will, wie wir es wollen. Jetzt komme ich auch aus dem Spiel raus. Ich würde sagen, mal lass uns trotzdem. Ja. Für diesen Part, weil... Ist ja auch fast 40 Minuten, also passt. Von der Zeit her passt. Von der Länge. Hat lang genug durchgehalten, erstaunlicherweise. Ja. Und war also, auch schon abwechslungsreich wieder. Ja. Ich bin gar nicht mehr mit dir in einer Lobby. Scheiße, ich hab auch keinen Bock mehr. Es hat mich komplett rausgeschmissen, also. Okay. Also bis dann, Leute. Jo. Haut rein und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Entweder beim Let's Lag oder beim Let's Play Together. Das wird sich dann noch zeigen. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.